Groß bist du, Herr, und höchsten Lobes würdig. Groß ist deine Macht, und deine Weisheit hat keine Grenzen. Wir schreiben das Jahr des Herrn 258. In Rom herrscht mit großer Willkür Kaiser Valerian. Die Gedanken unserer Gemeinde sind mit Bischof Sixtus II. Unsere Gebete, unser Flehen möge Gott erhören. Kaiser Valerian hat unseren Bischof festgesetzt und presst von der römischen Gemeinde die Herausgabe aller Kirchengüter. Unrechtmäßig sind seine Ansprüche, maßlos seine Grausamkeit. Als Laurentius bin ich bekannt. Meine mir anvertraute Aufgabe war die Verwaltung des Kirchenschatzes. Gedrungen von des Kaisers Zwang zur Herausgabe der Kirchengüter, erbat ich mir eine Bedenkzeit von 3 Tagen. Groß war meine Angst, aber größer war meine Hoffnung in Gott. Ich nutzte die Zeit so gut ich konnte. Den Kirchenschatz ließ ich unter den Armen verteilen. Am 3. Tage kam die Gemeinde zusammen und ich pries sie dem Kaiser mit den Worten: Das ist der wahre Schatz der Kirche. Der Kaiser gebot mich zu geißeln. Arme und Beine wurden mir mit Bleiklötzen zerschmettert. Mein Fleisch verbrannte auf glühenden Rosten. Mein irdisches Leben vollendete ich am 10. August im Jahre des Herrn 258. Heute erbitten die Menschen meine Hilfe als Schutzheiliger und als Patron der Stadt Wuppertal. Alle Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Amen. Welche Aufgaben haben wir in Wuppertal heute? Unsere christliche Nächstenliebe gebietet uns, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Mit offenen Augen zu sehen, heißt aber auch, mit dem Herzen zu sehen. Wir wissen alle, dass unsere Stadt Wuppertal viele Probleme hat. Milliarden Schulden drücken die Hoffnungen der Menschen. Viele konzentrieren sich letztlich auf die eigenen Probleme. Wir haben von Gott den Auftrag bekommen, für unsere Brüder und Schwestern da zu sein, sie mit ihren Sorgen nicht allein zu lassen. Für viele soziale Einrichtungen fehlt das Geld. Hilfsprojekte sind auf das Engagement der Gemeinschaft angewiesen. Gemeinschaftsspenden ist heute wichtiger denn je. Auch Sie sind Laurentius. Auch Sie können helfen. Vielleicht ernten Sie manchenorts schiefe Blicke. Vielleicht bleibt manchmal die Anerkennung für Ihr gutes Handeln aus. Doch im Grunde Ihres Herzens wissen Sie, dass Sie das Richtige tun. Lassen Sie uns in Wuppertal in die Menschen investieren.